Welt. 8 Listen kandidieren, um ins Rathaus hinter uns gewählt zu werden. Wir haben alle Spitzenkandidatinnen für euch interviewt. Wir haben allen Kandidatinnen dieselben Wahlmannachfragen gestellt, damit ihr die politischen Positionen am besten vergleichen könnt. Wir wünschen eine gute Wahl. Es freut uns, dass der Herr Stadtrat Juratzka sich kurz Zeit genommen hat für ein Interview, für eine Neuwahl. Und zunächst möchte ich Sie bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen und auch die Partei ganz kurz vorstellen. Mache ich sehr gerne. Mein Name ist Manfred Juratzka, 46 Jahre alt, in Wien geboren, gebürtiger Wiener und Wiener mit Herz und Leidenschaft. Und ich trete am 11. Oktober als Spitzenkandidat der ÖVP Wien an, um einen Kurswechsel weg von dieser rot-grünen Politik, wie wir sie derzeit haben, zu bewerkstelligen und die Politik wieder effizienter, transparenter und professioneller zu gestalten. Wien ist eine ausnehmend lebenswerte Stadt. Wir haben eine hohe Lebensqualität. Wien ist auch im internationalen Vergleich eine wunderschöne Großstadt. Aber wir haben massive Probleme, beispielsweise am Arbeitsmarkt. Wien beheimatet 20% der österreichischen Bevölkerung, aber mittlerweile 36% der österreichischen Arbeitslosen und 60% der österreichischen Mindestsicherungsbezieher. Das heißt, der Wirtschaftsstandort Wien ist in Unordnung geraten und wir haben eine Stadtregierung, die sich diesem Thema in keinster Weise stellt, sondern lieber über Ampelbärchen, über singende Kanaldeckeln philosophiert, als sich dieser Herausforderung wirklich zu stellen. Wie gesagt, wir müssen uns ganz klar dem Arbeitsmarkt widmen. Wir müssen schauen, dass wir von diesem Allzeithöchststand von 150.000 Arbeitslosen in der Stadt wegkommen, dass wir den Menschen wieder eine Beschäftigung geben können. Wir müssen danach trachten, dass wir mit den Steuergeldern wirklich sorgsamer umgehen. Wir haben unter Rot-Grün die Gesamtverschuldung der Stadt verdoppelt. Das sind Zustände, die nicht haltbar sind. Da braucht es einen bürgerlichen Hausverstand, um wieder vernünftig zu wirtschaften, zum Wohle der Menschen in dieser Stadt. Wir haben ganz konkret für den Arbeitsmarkt, habe ich gemeinsam mit unserem Wirtschaftskammerpräsidenten, dem Walter Ruck, ein 11-Punkte-Programm vorgelegt, wo ganz konkrete Maßnahmen aufgezählt werden, von Ostbad der U-Bahn bis an die Stadtgrenze, bis Tourismuszonen für die Sonntagseröffnung und vieles mehr, um den Arbeitsmarkt wieder zu beleben. Das ist uns ein ganz zentrales Anliegen. Nun, wir sehen jetzt in den letzten 5 Jahren unter Rot-Grün, dass diesem Thema überhaupt keine Bedeutung geschenkt wurde und das ist das große Problem. Warum sind wir angetreten als ÖVP für einen Kurswechsel in dieser Stadt? Und ja, wir wollen mitregieren und diesen Themen sozusagen eine kompetente Lösung damit zukommen lassen. Wenn wir jetzt die richtigen politischen Weichenstellungen stellen, dann kann Wien nicht nur so schön, wie es heute schon ist, dastehen in 20 Jahren, sondern ist Wien auch höchst erfolgreich. Ein Wirtschaftsknotenpunkt im Herzen Europas, eine Mitteleuropa-Zentrale für viele internationale Firmen, für die Kreativszene ähnlich angesagt und hip wie derzeit Berlin. Also ich sehe da gerade auch im wirtschaftlichen Bereich sehr viel Entwicklungsmöglichkeiten und ich hoffe, wenn wir, wie gesagt, jetzt nach dieser Wahl die richtigen Weichenstellungen stellen, dass sich die Stadt in diese Richtung hin entwickelt. Ich glaube, die Politik muss redlicher werden. Anstand sollte wieder ein wichtiger Wert sein. Wenn ich mir beispielsweise in der Asyldebatte ansehe, dass von den FPÖ immer Hetze kommt und von den Linken Bleiberecht für alle gefordert wird, das sind keine Lösungen, mit denen die Menschen etwas anfangen können. Wenn beim Thema Arbeitsmarkt dem Herrn Strache immer beim Sommergespräch einfällt, da muss man die Ausländer nach Hause schicken, dann ist das auch sehr dünn. Also ich glaube, die Menschen da draußen merken sehr wohl, ob man Ideen hat, die realisierbar sind oder ob man mit Schlagworten agiert.